Ja, wieder zurück bei Dead Space. Isaac, wow. Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder zurück hier in... Und ich hoffe, euch nervt das Skype nicht zu sehr, weil ich kann das jetzt gerade nicht mehr abschalten. Ich habe es vergessen auszumachen und habe gerade gehört, wie da was geschrieben wurde. Es ist wahrscheinlich Ager, der mich da gerade zuschreibt, weil ich ihm gerade schreiben sagen musste, dass wir heute keine Season aufnehmen, wie das eigentlich geplant war. Mal ganz ursprünglich. Kann man das sonst auch machen? Ja, die kann man also auch aufmachen. Das schien mir irgendwie so logisch, weil die so ähnlich aussehen wie die anderen Teile, die man aufmachen kann, die Schränke. Und wie die da. Was haben wir hier? Was bist du denn? Ah, ich glaube, es ist Munition für die Waffe, die wir hier tragen. Ja, also wir dürfen hier so ziemlich das ganze Schiff im Alleingang wieder reparieren. Aber so ähnlich haben wir uns das ja schon fast gedacht. Okay, wo kommt hier gleich das Vieh? Kommt hier nix? Ich trau dem Frieden gerade absolut gar nicht. Hey, hier können wir was trinken. Was gibt's denn so Schönes? Sun und Sun und Sun. Erwähnte ich Sun? Wir hätten dann noch Sun und... Ach ja, Sun könntest du auch noch nehmen, wenn du nicht doch lieber Sun möchtest. Ach ja, und Sun. Das ist eine sehr kreative Auswahl. Hier genau dasselbe. Gucken wir mal, was wir in den Schränken so finden. Munition, der ist zu. Munition. Speicherpunkt, das nutzen wir natürlich. Auch wenn es gerade nicht wirklich was passiert ist. Jeden Speicherpunkt nutzen, den wir kriegen können. Bevor wir durch irgendeine Tür gehen. Da wäre noch ein Shop. Gucken wir mal hier. Aufzug zur Zentrifuge. Gibt es irgendwas, was wir zuerst machen sollen? Sollen wir erst die Treibstoff machen? Was haben wir hier? Das ist der Maschinenbereich. Okay. Da gehe ich zuletzt rein in den Raum. Da ist verschlossen noch. Kriegen wir noch ein paar Credits. Okay, jetzt können wir hier rein. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Tempel out. Ich habe jetzt gerade so einen Moment gedacht, dass er gleich aufsteht, weil er hat so ganz komisch gezuckt, habt ihr das gesehen? Er hat voll die spastischen Zuckungen gehabt. So, ich könnte jetzt da hingehen zur Zentrifuge oder ich könnte in den Maschinenbereich gehen. An sich will ich weniger in den Maschinenbereich und genau deswegen gehe ich da auch zuerst hin. Haben wir sie nämlich hinter uns. So, wo kommen sie denn hier? Hm? Wir haben schon viel zu lange keinen Gegner mehr gesehen. Als würde ich auf den Trick dauernd reinfallen. Die müssen mich für vollkommen bescheuert halten, oder? Jetzt würde ich jedes Mal wieder auf diesen scheiß Trick reinfallen. Dann gehen wir gleich gucken. Hast du was fallen lassen? Nee. Was bist du hier? Einfach nur eine Anzeige. Das ist eine Werkbank und ich glaube, ich habe ja noch einen Energieknoten. Datenbank.
Text, ist das? Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagt, das Schiff wurde angegriffen. Aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Er stirbt, der Captain, und jetzt werden wir angegriffen? Cormac meinte, jemand vom Brückenpersonal hätte ihn getötet. Aber das kann ich gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen. Wollen nur noch weg von hier. Sollte mich ihnen vielleicht anschließen. Wäre eine Idee. Bergmann. Ich meine, wir müssen nämlich noch einen Energieknoten haben. Ich habe sogar zwei Knoten. Einmal gehen wir aufs Rig. Und jetzt müsste ich hier noch einmal eininvestieren. Dann würde ich ein bisschen länger durchhalten. Machen wir das auch mal. So, sprich, wir sind ein bisschen schwer wieder geworden. Hier noch irgendwas Interessantes? Da oben gibt es noch was drauf. Wie komme ich da denn ran? Muss ich irgendwie von da oben ran, würde ich mal sagen. Oder vielleicht von der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Komme ich da ran? Komme ich da überhaupt ran? Vielleicht leuchtet das einfach nur so zum Spaß. Hey, ich bin ein leuchtendes Objekt und ich irritiere dich, damit du gleich von hinten von irgendeinem Gegner angesprungen werden kannst. Schauen wir mal, was wir hier haben. Stehst du auf? Da kommt auf jeden Fall gleich was. Ich frage mich, von wo es jetzt gleich kommt. Ich will nicht, dass es mir gleich in den Rücken springt. Darauf habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt keine Lust. Was haben wir hier? Ein Medipack. Da ist sonst nichts weiter. Da sitzt auch nichts. Wo ist das Mistvieh? So was ist natürlich mies, wenn es hörst und auch erst gesehen hast, aber ist jetzt nicht sichtbar, ist und sich irgendwo verschanzt. Nur darauf wartet, dich anzuspringen. Was, das Ding geht noch? Meine Güte. Der Dreifachschuss verbraucht natürlich gut Munition. Aber das Ding ist effektiv. So, was haben wir da? Plattform. Störung Chinese benötigt. Das war rechts und dann... Ich erwarte immer noch, dass die normalen Leichen aufstehen. Ich weiß nicht warum. Schubst den mal runter da. Komm, geh weg. Na? Was zur Hölle? Das hörte sich größer an, als das ist. Ich hätte. Oh. Sag mal, wie lange willst du denn noch leben? Das ist ja schlimm. Wer hat denn dir das erlaubt?
Ein bisschen nervig sind sie ja teilweise schon, ne? Wollen die einfach nicht verrecken, die Scheißviecher. Ich höre doch was. Wo ist denn der? Also ist doch hier gerade noch ein Vieh, oder? Hä? Bin ich jetzt voll blöd? Ah, der steht dahinter, glaube ich. Der steht hier irgendwo an der Wand und versucht durchzukommen. So hört sich das für mich zumindest gerade an. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Denvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Temper. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb geköpft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Denvers. Hilfe mit den Werkzeugen. Temple out. Okay, hier scheint so einiges abgegangen zu sein am letzten Tag. Und wir haben wieder einen Energieknoten gekriegt. Bei den letzten Tagen. Meine Fresse, mich macht das echt nervös, dass ich nicht weiß, wo dieses Mistvieh steckt. Ja, natürlich. Fick dich einfach. Wo kommst du gleich rausgesprungen? Komm, irgendwann von unten auf uns, von oben auf uns runter geregnet. Wo auch immer sie gleich kommen, wir speichern vorher. So, annehmen. Ja. Wir werden es irgendwo noch so richtig gehörig erschrecken gleich. Inventar ist voll. Wie können wir das fast so im Inventar abpacken? Im Prinzip können wir nur ein Medipack nehmen. Medipack nehmen wir nicht. Können wir aber gerade nicht mal. Hier müssen wir was runterziehen. Aktiviert. Den Nebenaufteil haben wir erfüllt. War ja auch gar nicht laut zum Glück. Selbst für die Munition ist unser Inventar zu voll. Ich drück doch eh! Verdammte Scheiße! Das sah aber mega gut aus! Der hat mit dem Scheiß wie Fußball gespielt! Ja, mega gut! Wie gut das einfach nur war! Der ist fast gut. Kommt schon um die Ecke. Wow! Nein, warte, ich überleg's mir anders. Komm nicht um die Ecke. Stirb! Ich könnte keine kleinen Kuschel haben, weil das muss natürlich kein Mistviecher sein.
Energie, die einem so übertrieben auf die Nerven gehen. Munition. Munition ist mir wichtiger als jedes Item. Ja, mit Ausnahme vielleicht von Medipacks. Ich traue dem nicht, der ist da rausgeklettert, der kommt mir irgendwo entgegengesprungen. Darf ich das Teil jetzt einsammeln? Nein, mein Inventar ist wieder voll. Dann lade ich halt einfach mal nach. Vielleicht darf ich immer noch nicht. Ich will doch nur nachladen. Ja, nur das Item mitnehmen. Irgendwo schleicht hier noch was rum. Ich würde es eigentlich ganz gerne töten, weil ich hinterlasse sowas eigentlich sehr ungerne so halb nur. Aber wir speichern erstmal den kleinen Fortschritt, den wir hatten, bevor wir das nachher verlieren, weil jetzt irgendwie eine super miese Stelle kommt oder so. Weil ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier auf was Größeres treffen. Weil das, was man da die ganze Zeit hört, das ist irgendwie... hört sich nicht nach den normalen an. Das wäre es jetzt gewesen, wenn es da jetzt rausgesprungen gekommen wäre. Dann hätte ich mir aber gedacht, trotz die Schotten, ihr scheiß Entwickler, ihr wollt aber auch, dass man Herzinfarkt kriegt. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Geht der oben noch? Ja. Was zur Hölle ist es? Der lief gerade definitiv her. Ich muss ja sagen, ich beneide ihn nicht um seinen Job, ne? Wir sollten unsere Inventarslots bei Gelegenheit vergrößern. Ich wollte gerade fragen, wer ist jetzt der Gejagte und wer der Jäger? Aber ich würde mal sagen, das Rennen haben wir gewonnen. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff und Primärantrieb zu versorgen.